Thailand, herzlich willkommen zum Interview, zum Fußball-Tennis-Turnier. Für dich Fußball-Tennis-Turnier ja vorbei, Zeit für einen kleinen Rückblick. Wie zufrieden bist du mit dem Abschneiden? Ja, also mir wurden viele Fragen gestellt, ob das Gleiche auch mit Dom oder Alu passiert wäre. Das Spiel am Freitag lag mir schwer an den Beinen und ich musste dann direkt am Sonntag spielen. Das waren jetzt 3 Termine in 7 Tagen. Heute ist der 4.10. Und jetzt soll ich auch noch ein Spiel um Platz 3 machen. Das wären dann 5 Termine in 14 Tagen. Glauben Sie ernsthaft, dass einer von denen bei SFCW, Frank Seeg, Stefan Lindert oder wer auch immer, sich eine Sekunde, auch nur eine Sekunde Gedanken darüber macht, was in meinem Kopf vorgeht? Die sitzen da auf ihren 5.000 Euro teuren Stühlen und entscheiden über meinen Kopf hinweg. Das kann doch nicht sein. Also wirklich, das macht mir zu schaffen. Ich muss den ganzen Piep ausbaden. Mann, macht das mich sauer. Ja, das war's von mir. Wie, das war's schon? Das war's schon. Außer du hast noch andere Fragen. Ja, das habe ich noch. Ein paar darfst du noch beantworten. Da wärst du gar nicht so ostfränkisch gerade geredet, aber da kommen wir später drauf zurück. Oder auch nicht. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept. Ich muss mal die Fragen wieder überlegen. Achso, jetzt dadurch, dass du ausgeschieden bist, leider, auch wahrscheinlich wegen der besonderen Umstände, müssen wir die Nico-Frage, warum ist Thailand eigentlich noch drin, ja gar nicht mehr beantworten. Anders ist es leider nicht zu dem mit Spannung erwarteten Duell gegen Alu gekommen. Was glaubst du, wenn du Alu gespielt hättest? Hättest du da eine Chance gehabt oder ist er einfach zu krass? Also wie schon gesagt, ich habe jetzt ganz viele Termine hintereinander gehabt. Ich weiß nicht, wenn die Aussage gereicht hätte, dann bin ich mir sicher, dass mir Alus Spielstil eigentlich ganz gelegen vorkommt, also ganz gelegen kommt. Ja, wir haben oft gegeneinander gespielt, es war immer ziemlich ausgeglichen. Wenn ich ehrlich bin, ach, das war jetzt Gequatsche, das war Mist. Alu würde mich, glaube ich, besiegen, da bin ich mir sicher. Finale Alu gegen Dome, in Gruppe B Chris mit quasi einer Nichtleistung ausgeschieden, war am Ende trotz Felix Gruppe A einfach deutlich stärker als Gruppe B? Ach, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das war ziemlich ausgeglichen. Die Halbfinalspiele waren auch sehr eng. Das war jetzt kein klares, es war nicht so klar, dass die Gruppe A besser war. Vielleicht in der Konstellation Platz 3 und 4 ein bisschen besser als unsere Gruppe. Wir hatten ja S27 und ja, Nico sind jetzt auch nicht die Hochkaräter gewesen. Aber ansonsten war die Gruppeneinteilung relativ gut, ja. Dann kommen wir mal weg vom Fußball-Tennis-Turnier. Du bist ja auch als Trainer sehr engagiert hier im Verein. Trainierst, glaube ich, im Moment am meisten mit deinen Jungs. Nächstes Jahr erste D-Verbandsliga. Wie rechnest du die Chancen aus? Also wir wollen mit den Jungs, wie auch ich, beim Fußball-Tennis-Turnier in die Top 4 Berlins kommen. Wir hoffen natürlich, dass es wird, dass wir das heißt Top 2 in der Staffel, ne? Wie? Top 2 in der Staffel heißt es. Top 2 in der Staffel, ja genau. Und wenn es dann wieder die Halbfinalspiele zur Berliner Meisterschaft geben sollte, was eigentlich jetzt, glaube ich, diese Saison abgeschafft worden ist, ja, dann würden wir uns freuen, wenn wir im Halbfinale weiterkommen. Wenn es nicht reicht, dann ist es so. Wenn ihr nicht 7 Spiele in 14 Tagen ja, habt, natürlich. Aber nee, das Wichtigste für den Verein ist, glaube ich, auch, dass wir die Klasse halten. Und ich sehe da eigentlich ganz gute Chancen für. Die Staffeln sind jetzt auch ein bisschen größer geworden. Ja, sind ein paar Eiermannschaften dabei. Man muss nur vorsichtig sein, dass man am Ende nicht die Eiermannschaft ist, aber... Ich vertraue da meinen Jungs sehr. Also. Fußball, Tennis, bisschen eindimensional bisher das Interview. Gehen wir mal zu einem anderen Sport. Kannst du segeln? Ja, ich kann richtig gut segeln. Tatsächlich kann ich echt gut segeln. Und auf die Frage, warum ich denn so gut segeln kann, habe ich meinen Freunden, den Sportfreunden immer gesagt, dass man das am besten auf den alten Schiffen lernt. Deswegen auch die Stärke mit den alten Schiffen. Und ja. Wenn du dir ein Segelboot kaufen würdest, wie würdest du es benennen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Da müsste ich mal. Das könnte ja dann das erste alte Schiff vielleicht sein, so. Ja, jetzt müsste eigentlich ein Beep kommen. Ich würde sie, glaube ich, Pösilein nennen. Ja. Pösilein. Okay, danke schön, Thailand. Ja.